Hallo, was machen Sachen? Ja, wir wollen ein bisschen mehr basteln. Das ist jetzt auch ein neues DIY-Bastelvideo. Wir werden eine Holzlaterne basteln. Werdet ihr wahrscheinlich in der Beschreibung schon gesehen haben oder im Thumbnail, weiß ich noch nicht. Ich habe das noch bis jetzt nicht entschieden, was drin steht und was zu sehen ist. Wir haben eine Holzlaterne zusammengepuzzelt. Das ist diese formschöne Laterne. Ich habe immer noch keine Batterien dafür. Die werden wir jetzt zusammen basteln. Ihr seht halt schon Spoiler. Ich habe die schon zusammengebastelt. Ja, wir haben das Ganze schon im Stream gemacht. Ich mache das jetzt nochmal quasi in Zusammenfassung in einem Video für alle, die das interessiert, die vielleicht die Laterne auch basteln möchten und vielleicht nicht weiterkommen oder einfach jemanden haben, der sich mit ihnen hinsetzt und das vielleicht zusammen macht. Und ja, das ist der Plan. Ich werde alle Schritte zeigen. Ich werde das zeigen, quasi, was ich im Stream gemacht habe und halt vorspulen, wenn ich irgendwelche Sachen zusammenfiddle oder irgendwas suche. Jede Menge Suchen wird rausgeschnitten. Wer dabei war, wird merken, ich bin momentan eh ein bisschen zerstreut. Ich habe sehr viele Sachen gesucht, die ich eigentlich direkt vor der Nase hatte. Ja, aber lange Rede, kurzer Saiyajin. Ja, wollen wir anfangen mit der Lampe. Ich zeige auch kurz am Anfang nochmal die Verpackung für die Leute, die es interessiert. Und wie gesagt, wer den Haul sehen will, was ich neben der Laterne noch so gekauft habe und was wir vielleicht im Stream schon gemacht haben. Oben in der Infobox könnt ihr gucken oder Beschreibung oder so. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert, ich muss das nicht erklären, oder? Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Laterne. Will das? Hm. Schlecht im Balancieren. Wir haben hier ein schönes Holzpuzzle. Eine Laterne. Ja, und hört hier so eine kleine LED-Lampe. LED. So. Irgendwo bei den. Ah, guck mal, wir haben neues Schleifpapier. Neues Schleifpapier ist wichtig. Ich habe nämlich mein altes abgeschliffen. Wir haben 5 Blättchen. Fällt schon alles auseinander. Was gut ist, das heißt, das Zeug geht echt leicht auseinander. Und wir fangen an. Ui, das ist eine große Anleitung. Das ist C, E. Ah, hier, das ist E. Das ist E. Ah, ja, hi. Wir bauen eine Lampe aus Holz. Also eine hölzerne Lampe. Und das wollen wir jetzt basteln. Wir brauchen die E2. Das ist der hier. Ach, wie schön das auseinandergeht. Die anderen sind nicht so schön auseinandergegangen, wie wir vorher hatten. E2, A1 und H1. D, B, A. A1. Das ist auch schon hier. Und H6 ist der hier. Der ist so ein kleines Licht. Ja, ich habe halt noch keine Batterie, so diese Knopfbatterie. Okay, A kommt hier drauf. Juro, muss das drauf? Wo das Loch? Da ist das Loch. Das muss hier. Das sollte. Wenn ich es richtig rumdrehe, funktioniert das auch. Der Stab hier so. Na gut, wenn er jetzt gewollt ist. Und dann. Direkt. Die andere ist ein bisschen schmäler. E ist ein bisschen schmäler, die A. Ja. Gerade brauchen wir die erstmal nicht. Nachher müssen wir dann irgendwann eine Batterie reinpacken. So. B6, das sind 6 Stücke. Das ist D, hier ist B. B6, das sind hier diese Bände. Ach, guck mal, wie toll die rausgehen. Für die nächsten Tage, wahrscheinlich das Wochenende, wir haben auch eine Murmelbahn. Habe ich noch? Ah, die habe ich jetzt da hinten in der Tüte. Ja, das sind nur die halben. Ach, das sind kurze Seiten. Die kurze Seite müssen wir unten reinstopfen. Habe mich kurz gewundert, weil hier unten es nicht reingeht, aber das soll es gar nicht.
Also das ist auf jeden Fall auch bombefest, da müssen wir nicht groß kleben. Wie unsere Spieluhren. Die Spieluhr waren echt wackelig. Die haben wir dann größtenteils geklebt. Na, mal gucken. Das hier ist echt. Das hält bis jetzt. Mal gucken, ob die Klebepistole ran muss. Achso, die Blume heißt, das ist das Muster. Okay, dann haben wir das hier und dann brauchen wir A6. Das sind so Stäbchen. Die hier. Wir müssen rundherum. Aber das ist ja schon. Die Sachen gehen deutlich leichter raus wie die Spieluhren. Das macht einen guten Eindruck bis jetzt. Ist das egal, wie rum? Ja. Und die müssen wir dann biegen dadurch. Und hier unten in die kleinen Löchlein rein. Hier sind ja Löchelchen. Da muss das rein. Haben wir hier dann eine schöne Rundung. Ich habe mich ehrlich gefragt schon gewundert, ob ich diese Stäbchen alle einzeln da reinführen muss. Aber das ist halt einfach so ein Strung. Das macht es viel einfacher. So, also passt das jetzt hier nicht? Ist der zu dick? Jetzt so viel gegessen. Ah, da passt er. Ach, ich habe einen Ersatz. Ich habe gesagt, hey, ich habe irgendwie einen zu viel. Ein Ersatzstab ist dabei. Oder ein Ersatz. Dingens. Ist immer schön, wenn wir Ersatzteile haben, falls wir doch was kaputt drücken. Gerade wenn das so feingliedrig ist wie das hier. So, wo sind wir denn jetzt? Das haben wir gemacht. Wir haben die alle da reingestöpselt. B1 brauchen wir jetzt. B1. Ist das egal, wie rum? Ja, das bleibt immer noch bunt. Ist auch nichts angemalt. Ja. Ach, das muss da auch noch rein. Da hätten wir das vielleicht ein bisschen später reindrücken können. Oder? Nee, das geht gerade so bis oben an den Rand. Da muss ich aber nicht reinstecken mehr. Nee, es ist nur Abschluss. Nee, doch, das muss ich da. Warte mal. So. Mach das hier locker. Weil das muss da durchgeschoben werden. Weil es muss so gedrückt werden, dass hier die Nupsis noch durchkommen. Jetzt muss ich das hier dann auch durch das andere durch. Man braucht Feingefühl. Zum Glück kein Ersatzteil. Mit Feingefühl. Guck, es hat funktioniert. Ich habe nur eine Sache kaputt gemacht. Bis jetzt ein guter Schnitt. Na, bei so feinen Dingern, weil das ist halt wirklich nur so eine feine Ziehharmonika, wenn du da so fest drauf drückst. Ich glaube, es ist tatsächlich auch das ist, glaube ich, auch das Stück nur halt als Glockenspiel. Nach B kommt D. Die D1. Tada! D1 sind hier mit Plus diesmal. Wie rum ist da auch egal. Aber das ist schon gut stabil jetzt, das Ding. Das fällt nicht auseinander. Selbst das Ding, was ich einfach nur reingestopft habe, selbst das. Wackel, 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 Erdbeben. Das hält.
Das nennt sich jetzt A. Das kommt an die Seite. Und jetzt müssen wir weitermachen mit D2. Ach ja, der kleine Stern. Ein Stern. Und B4. Ist dann auch wieder so kleine. Das hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann muss ich nach unten den langen zapfen. Den. Mal hier den Zapfen nach unten. Da rein. Wenn ich zielen kann. Wäre von Vorteil. Das kommt dann hier. Rundherum. Ja, das Zeug ist bombenfest. Das geht nirgends hin. Tada. Und da kommt A4 jetzt drauf. A4, der hier. Das ist auch gleichmäßig, ja, dann ist auch die Richtung egal. Das kommt dann auch einfach hier so. Zack, 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 zack. Bam. Was haben wir das? Das ist B. A, B. Das, soweit ist klar. Alle mitgekommen. Mitschreiben auf kommendem Test dran. Haben wir hier, haben wir schon die zwei Schritte schon gemacht. Jetzt kommt ja, der Hauptpart von dem Ding, was leuchtet. Das ist die C4. Aber Holz, nicht das, was Boom macht. Das sieht auf dem Bild größer aus, aber das sind diese C4 und D7. Das ist das Runde hier. Und jetzt so rausziehen. Tada! Hier anziehen? Nee, ist zu klein. Okay. Genug rumgeblödelt. Wir haben dieses Ding. Und diese Zapfen. Und die stecken wir da rein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich kleben werde. Er ist überall, der Holzleim. Nur nicht dort, wo er hin soll. Okay, wir haben es geschafft. Dieses Pinökel ist fertig. Und dieses Pinökel kommt auf, ah nee, gar nicht auf unseren Stern, auf A3. Ich hatte, A ist hier unten drunter, A3. Das ist das Ding nochmal. Das hat mir eben auf unseren Dings hier drauf. Dort gibt es hier wahrscheinlich ein Nümmelchen kleiner. Und das kommt in diese, die kleinen hier. Ja, schau mal einer, guck, hat funktioniert. Und es ist nichts kaputt gegangen. Habe ich hier so einen Fackelhalter. Das ist jetzt unser C. Nee, das kriegt keinen Buchstaben, das muss so bleiben. Ah, und das kommt jetzt. Dieses Stück kommt auf unser B-Stück. Da, diese Ritzen sind noch übereinander. Tada! Ja, und dann muss das. Ach nee, das ist jetzt C. Aus B und unbekannt wurde C. Da, diese. Die Reihe fertig. Und jetzt kommt die Reihe hier oben. Da. Mit langen Teilen, die sehr fragile sind. Ich hoffe, ich mache sie nicht kaputt. So. D4 und C1 ineinander stecken. 6-mal. Das hier ist D. Und C. E, A. Ach da, ich habe C da hinten hingelegt.
Jetzt sagen, mir fehlt dann eine Nummer. So, okay. Das heißt, wir müssen eine D und eine C ineinander stopfen. Tada, okay, das war relativ einfach, das hat funktioniert. Das müssen wir jetzt. Hi Zitze, wie geht's dir? So, dann haben wir jetzt hier 6 Säulen. Und wir brauchen was anderes. Wir brauchen jetzt die E1. E1 hat ein Krönchen drin. Hier ist ein Krönchen mit drin. Muss man aufheben wahrscheinlich. Das muss da drauf. Ah, hier. Die Nopsis müssen in die Löcher. Aber ich bedecke ja Sachen damit. Soll das so? Ich habe jetzt hier diese. Und dass sie so. Diese. Die damit überdeckt. Sieht aus wie ein Rochen von unten. Okay, und hier sollen die. Da. Wie rum? Doch so rum. Kurze Seite nach unten. Kurze Seite hier rein. Ah, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Vielleicht hilft drehen. Bisschen. So, tada. Und jetzt kommt T3. Das hier. C3, das sind diese Schrauben. 1, 2, 3, 4 Stück pro 4. An die. Und an die Säulen, ja. Tada, wir haben Säulen. Kommt da noch was anderes dran? Nö. Dann legen wir das jetzt mal an die Seite. C2. Ich hatte einen random Teil, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Jetzt weiß ich, wo es herkommt. Das hier. Und B3. Das sind aber wieder so Girlanden. Also, ja, nee. Zäune? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. B3, ja. Oder Vitamin, B3. Ja, das ist echt simpel zusammengebaut. Also die Anleitung ist gut. Man sieht, was man braucht, wo es hin soll. Und die lassen sich gut zusammenstecken. Wenn man jetzt nicht mit aller Gewalt alles kaputt macht, wie ich. Und das muss man einfach nur... Der muss da dran. Da sind halt Streifen drauf. Die Streifen kommen nach außen. Tada! Jetzt haben wir hier so eine Mauer. Oje, oje, oje. Jetzt muss das hier da drauf. Wäre es nicht besser, die alle an eine Seite dran? Tada! Es wird doch schon noch mehr nach Lampe. Ah, und jetzt müssen wir das Ding auf das Ding packen. Ah, hier, diese Lucy's. Tada! Es wird doch immer schöner. Ja, das ist halt der letzte Schritt. Dann haben wir komplett jenes und welches gemacht. Jetzt haben wir nächste Aufgabe. Das hier. Jetzt müssen wir A7. Wichtig, die müssen hier so angeordnet sein. Das sind 6 Teile. So, das ist auch wirklich jedes Nupsi so eine
Verbindung hat. So soll das aussehen. Und jetzt die E7. E7, hier. Das. Und die kommen dann eben in diese Rillen. Die Rillen hier. So. Dann haben wir hier ein Geländer drum. A2 brauchen wir. Und da kommt die A5 noch drauf. Passt das da drauf? Wird ihr müssen. A5. Müssen hier. Die kleine Nupsis drauf. Und dann die D6. Diese. Die brauchen wir. Und da müssen wir auch erst die kurze. Die kurze Seite muss hier rein in die Nupsis. Und dann B. B5. Obendrauf in die. Da muss hier rein. Es wird immer mehr eine Lampe. A8. Das letzte A. Blümchen. Und die kommen einfach als Abschluss oben drauf. Tada! Wunderschön. Und jetzt haben wir E8. Das sind wieder diese Kämme. Da macht wieder ein Ersatz, falls der kaputt geht. Wieder diese in die. Sollte vielleicht auch mit dem Mittelfinger ihm die Sachen zu zeigen. Ja, das gehört so. Dann haben wir es geschafft. Da haben wir die beiden rein auch durch. Dann kommen wir zum krönenden Schluss. Das hier. Das ist jetzt E. Wir müssen jetzt aber hier was anderes machen. Wir brauchen B2. Das ist der hier. Und dann brauchen wir E543. Und 3, 4, 5. E. Jetzt müssen wir schauen, hier, dass wir die richtigen. 3, 4, 5. Hier, E. Dann die 4. Und dann die 5. Dann haben wir hier so eine kleine Bank. Dann E6. Das ist auch das letzte, der E. Und B7. Da ist sogar angezeichnet. Die D5.
Das wird dann irgendwie nur reingesteckt. Ja, haben wir hier. So. Noch wichtig. Der Nupsi. Da rein. Der Nupsi. Da rein. Auch hier. Der. Und da rein. Und wir sind fertig. Eine schöne Laterne. Oh, wie toll die aussieht. Funktioniert, dann kann man aufhängen. Ist doch schön geworden.